Landesliga Gruppe 1. Wir sind am 9. Spieltag zu Gast in Essen-West bei der dortigen TGD. Im Spiel gegen den momentanen Spitzenreiter, gegen die Mannschaft von FC Krai, die etwas überraschend in dieser Saison ganz oben stehen, nachdem sie in der letzten Saison als Favorit gehandelt, doch etwas enttäuschen. Sei es drum, gutes Wetter an der Heddenkampstraße. 350 Zuschauer sehen dieses Spiel, was unter der Leitung von Schiedsrichter Steffen Strüver steht. Und los geht's mit TGD in rot-schwarzer Spielkleidung und der ersten Möglichkeit. Aber der Abseitspfiff war im Hintergrund zu hören. 0:0 und der Spitzenreiter mit der ersten Bemühung nach vorne zu kommen. Gute Möglichkeit und Unsicherheit beim Keeper. Hier sehen wir es nochmal auf dem etwas holprigen Aschenplatz. Kleine Unsicherheit von Fatih Abilu. Schöne Flanke und dann ist der Ball im Tor. Kevin Kehrmann, da wird aus der Flanke ein Torschuss. Der Torwart verschätzt sich, Pascal Pippert und der Gast und Tabellenführer führt mit 1:0. Krai spielerisch überlegen, immer wieder mit schnellen Angriffen und in dem Fall Pascal Pippert auf dem Posten. Dann ein Foulspiel hier von der Nummer 22 von Georgios Ketsatsis und Freistoß, richtige Entscheidung und die gelbe Karte. Und Freistoßmöglichkeit für die TGD. Durch Marco Brings reingebracht, aber abgewehrt. Und auf der anderen Seite wieder die Kreier mit einem weiten Einwurf auf dem Posten, aber in dieser Szene wieder Torhüter Pascal Pippert. Möglichkeit dann aus der Distanz und gut gehalten dieser Ball von Fatih Abilu, der den Ball hier abwehren kann. Freistoß für die TGD, die nicht ganz so gut gestartet ist, mit 2 Siegen, 4 Unentschieden und 2 Niederlagen. Und gute Möglichkeit, aber im letzten Moment die Kreier Abwehr dazwischen. Und ich glaube, es war auch richtig, hier weiterspielen zu lassen. Im Gegenangriff die nächste gelbe Karte nach Foul an Sufyan Rami gegen die Nummer 8, gegen Mustafa Anwar auf Seiten von TGD. Auch hier glaube ich richtig, taktisches Foul von hinten. Gelbe Karte durchaus berechtigt. Ein verunglückter Freistoß von Kevin Kehrmann, dem Torschützen, zum 1:0. Wieder Möglichkeit, aber rechtzeitig aus dem Tor der Torhüter des Tabellenführers. Der dann selbst wieder kam über die linke Seite. Und Foulspiel an der Nummer 7 an Matthias Walter. Und zu Recht die gelbe Karte für die Nummer 2 für Nils Kretschmer auf Seiten der Essen-Westler.
Dann wieder TGD. Möglichkeit eines Fernschuss abgeblockt. Und der Schiedsrichter pfeift zur Halbzeit. Sicherlich die technisch bessere Mannschaft der FC Krai. Und von daher führt er verdient mit 1:0. Zweite Halbzeit. Erste Möglichkeit, Freistoß für die TGD. Aber auch in dieser Szene kein Erfolg für den Gastgeber. Krai mit einem schönen Spielzug. Abgeschlossen von der Nummer 7. Abgeschlossen wieder von Matthias Walter. Und knapp am Pfosten des Tores der Rot-Schwarzen vorbei. Die jetzt natürlich versuchten, zum Ausgleich zu kommen, aber etwas umständlich agierten. Schöne Flanke jetzt allerdings. Unmöglichkeit. Wieder abgeblockt. Nochmal die Möglichkeit. Und dann schwer zu erkennen, aber da hat sich der Verteidiger doch wehgetan. Kein Foul, theatralisches Fallen lassen von Ilias Eyarushi. Das ist unnötig und führt nur zu unnötiger Hektik. Natürlich Foulspiel in dieser Szene, richtig erkannt. Aber hier natürlich eine Schwalbe, eigentlich mit einem Freistoß mit einer gelben Karte zu bestrafen. Freistoß jetzt für die Kreier und wieder ausführender Matthias Walter. Nachschussmöglichkeit, aber deutlich zu hoch. Es bleibt jetzt erstmal beim 1:0 für den Gast. Wieder Krai. Technisch sehr versiert die Mannschaft. Und immer wieder mit Möglichkeiten, die Führung auszubauen. Einzig die Abschlussschwäche auffällig. Viele Torchancen, aber zu wenig Ertrag. Und wieder eine Schwalbe. Knifflige Situation, aber ich glaube, der Stürmer hob schon vorher ab und wurde dann leicht am Bein berührt. Noch eine Möglichkeit. Wieder kein Tor für die Kreier. Und dann der Ausgleich. Ausgesprochen unglücklich. Mohamed Bouassa. Und parallel dazu die rote Karte für Mustafa Anwar, der offensichtlich die Zuschauer beleidigt hat. Hier nochmal der Freistoß. Und der Torwart völlig indisponiert. Klarer Torwartfehler. Allerdings mit dem Handicap jetzt nur noch zu 10 zu sein. Krai nach wie vor die überlegene Mannschaft, immer wieder mit vorgetragenen Angriffen und mit der nächsten großen Möglichkeit, die nicht genutzt wird. Wieder Freistoßmöglichkeit für Krai.
Abgewehrt zunächst. Vom Abwehrspieler, von der Nummer 3, Markus Kintscher. Und es laufen die letzten 10 Minuten. Hoffentlich wird Krai nicht dafür bestraft, dass man die Chance nicht nutzte. Die bessere Mannschaft sind sie heute auf jeden Fall. Nächste Möglichkeit. Wieder gut gespielt in den Strafraum und dann ist der Ball endlich im Tor. Kevin Kraus. Schafft die Führung zum 2:1. Hochverdient. Wieder nach einem sehr guten Spielzug aus der Drehung. Und da kommt der Torwart deutlich zu langsam runter. Pascal Pippert. Chancenlos. Und mittlerweile laufen die letzten Minuten. 88. Minute. Und erneut der FC Krai. Wieder mit gut vorgetragenem Angriff. Abgefälschter Schuss und gute Reaktion vom Keeper der TGD. Hier nochmal in der Wiederholung. Schon auf dem Weg in die andere Ecke. Noch einmal Ecke für den Tabellenführer. Und wunderbare Flanke, allerdings von der falschen Seite. Und Ioannis Ketsahatzis sorgt für die Entscheidung. 3:1. Hochverdient. Keine Frage. Aber hier nochmal die völlig unnötige Aktion des Abwehrspielers der TGD. In 2 Wochen kannst du hier antanzen. Kurze Zeit später der Abpfiff. Berechtigter Jubel auf Seiten der Kreier. Hochverdienter 3:1 Sieg. Und weiter an der Tabellenspitze der Landesliga. Die TGD muss sicherlich in den nächsten Wochen besser spielen. Will man nicht in den Abstiegskampf eingreifen. Ja, wie das in solchen Lokalderbys üblich ist, ein sehr zerfahrenes Spiel mit vielen, vielen Zweikämpfen, vielen, vielen Fouls, vielen Unterbrechungen. Und am Ende haben die, die individuellen Fehler, die wir auf unserer Seite zu viel hatten, dann den Ausschlag gegeben. Sicherlich auch nach dem Ausgleich der Platzverweis, der uns dann so ein bisschen die mit dem Ausgleich aufkommende Euphorie genommen hat. Wir hatten dann nach dem 1:1 in Unterzahl nur noch die Chance, den Punkt über die Zeit zu retten. Das ist uns nicht gelungen, weil wir dann im Mittelfeld wieder mal einen Ball verloren haben, der eigentlich sicher war. Und ja, und daraus ist dann das 2:1 gefallen und dann war das 3:1 hatte eigentlich dann nur noch statistischen Wert. Also insofern kein unverdienter Sieg für Krai, weil sie halt eben weniger Fehler gemacht haben als wir. Ja, ich bin natürlich mit dem Ergebnis absolut zufrieden. Hätte ich sofort so unterschrieben, wenn mir das einer vorher angeboten hätte. Fußballerisch war es in der ersten Halbzeit in Ordnung. Da haben wir das Spiel, glaube ich, relativ klar dominiert, haben auch gut Fußball gespielt. Das 1:0 war zur Halbzeit auch, wie ich das finde, absolut gerecht. Wir sind nur leider aus der zweiten Halbzeit nicht mehr so dominant rausgekommen, haben die Bälle nicht mehr strukturiert nach vorne gespielt, sondern haben viele, viele leichte Fehler gemacht, die ich gar nicht den Stürmern oder Offensivleuten anrechnen kann, sondern einfach, wir haben im Spielaufbau schon sehr, sehr viel liegen lassen, unkonzentriert gespielt und sind auch
vollkommen zu Recht dafür bestraft worden durch das 1:1, wobei man natürlich über die Entstehungsgeschichte des 1:1 besser den Mantel des Schweigens macht, weil so darf man kein Tor bekommen, nicht in der Landesliga, nicht in der Bezirksliga und auch nicht in der Kreisliga C. Was allerdings dann wieder positiver war, dass wir auf den Ausgleich sehr gut reagiert haben. Wir haben dann wieder flüssiger Fußball gespielt, wir haben mehr miteinander Fußball gespielt, haben uns sehr viele Chancen dann noch herausgearbeitet und das Ergebnis ist ja um ein Tor zu hoch, wie ich finde, aber absolut gerecht.